Immer noch in Sorge um Tippis Wohlbefinden öffneten Mario und Freunde die fünfte Tür. Sie mussten immer noch drei reine Herzen finden. Die drohende Zerstörung der Welt rückte in alarmierender Geschwindigkeit näher. Würde Mario noch genug Zeit bleiben, um ein Happy End herbeizuführen? Und was hatten sich Graf Knickwitz und Schergen wohl schon wieder einfallen lassen? Dieses Abenteuer wurde mit jedem Schritt gefährlicher und spannender. Ich hoffe, das Let's Play auch. Vor allen Dingen nur noch drei reine Herzen. Das ist gar nicht mehr so viel. Kapitel 5.1 im Zentrum von Klippdorf. Ach ja, ein komplett neues Kapitel. Nach zuletzt im Weltraum geht es jetzt sozusagen in die Steinzeit. Da haben wir auch schon den Stein. Vulkane, fehlen noch die Dinos. So, Mario, Tippi, Peach, Bowser, Pixels. Da kommen wir durch die blaue Tür. Wo sind wir nur? Dieser Coyote-Runner-Gag, weißt du, dass er in der Luft stehen bleibt und dann erst, wenn er merkt, dass er in der Luft ist, runterfällt. Keine schlechte Aussicht von hier oben. Leider ist kein reines Herz erkennbar. Moment, von hier oben? Ready to fall. Du meine Güte. Klippe, Klippe, Wuh, Klippe, Tippe, Du. Großer Fels, jemand wacht. Tippulana, kleine Felsen, brauchen Hilfe. Hilf Tippulana da, oder Tippulana bald weg. Ende ist nah, nein, wir klippen weiter, Repulana da. Klippi, Klappli, Lu, Klappi, Wubi, Gudu. Klipp! Was zum Klipp? Bist du in Ordnung? Boah, Maleo, Mensch vom Himmel gefallen, da? Ja, Kassero, fast verrückt geworden, da. Er komisch geformt. Warte, er vielleicht von großer Felsen über uns wacht geschickt. Das haarige Etwas, da? Ein großer Fels über uns wacht schickt uncoolen Typen. Hüte Zunge, da. Zweifel nicht an großer Felsen über uns wacht. Ganz beklippt, da. Sofort auf damit. Ist es nicht neuerdings so ein so neumodisches Ding, dieses da? Macht das nicht die Billie Eilish in ihrem Bad Guy Song auch so mittendrin? Da. Hat sie von Super Paper Mario. Diene von großer Fels, der über uns wacht. Ihr große Brocken, wir nur Kiesel. Wo in aller Welt sind wir denn hier gelandet? Und wer sind überhaupt die? Dies Land von Tripulana, ich Tripulana, er auch Tripulana. Das ist nicht schwer, da? Egal. Außer hier ist Mamoru, Chef aller Tripulana. Tripulana? Wie bitte? Große Diener von großer Fels, der über uns macht. Tripulana hier unten, Probleme, schwere Probleme, große Gefahr. Eines Tages mutierte Pflanzen kommen, Name Florosapiens. Schnappen sich Tripulana, wir aber friedlich, sie nicht friedlich. Rettungstrupp von uns, jetzt muss gerettet werden, hier am Ende von Latein. Wir retten Tripulana, weil Moru keine Idee hat, immer mehr geschnappt. Schlimm, da, entweder wir finden Lösung oder wir alle bald weg, da. Da. Ihr zuschneiden, Florosapiens, ihr retten unsere Kumpels, ihr helfen, Tripulana. Lieber nicht. Was? Da! Mies! Kommt schon, ihr helft Tripulana, bitte, 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 Mamo, fleht euch an. Ich provoziere wieder ein Game Over, ne? Ignoriere ihn. Unser Schicksal euch egal, nicht cool, da. Da, wir dann einfach weg. Ende von Tripulana für immer. Tripulana euch ausbuhen. Ihr nicht Diener von großer Fels, der über uns wacht. Ihr nicht Brocken voller Kraft. Ihr schwache Kieselsteinchen. Haha. Das war's. Können wir gehen? Nein, können wir nicht. Lol. Unser Schicksal euch egal. Nicht cool, da. Ihr nicht Diener von großer Felze über uns wacht, ihr Mies da.
Bedeutung spackt ein bisschen rum. Bitte da, noch mal überlegen, da, komm schon da. Florosapiens Böse schnappen unsere Brüder, ihr retten Brüder lieber nicht. Unser Schicksal euch egal, nicht cool da. Okay, es wiederholt sich. Dann wollen wir doch mal helfen, ne? Ausnahmsweise mal. Na klar. Ihr uns nicht hängen lasst, Lipolana, schuld euch viel da. Hallo. Schrecklich, da König Rokos zurückkehren wird. Was? Tlipolana entführt. Bitte, Tlipolana brauchen Hilfe. Da. Diener von großer Fels, der über uns wacht. Ihr Titel versteht. Da. Bitte helft uns. Ihr helfen, Tlipolana. Bitte. Ja, aber erstmal würde ich bei dir looten. Übrigens, fette Soundanlage. Aus Stein. Ich habe diverse Aussätze erinnert mit meiner Wiimote. Das finde ich gar nicht so geil. Hey, seht ihr mal den an. So einen hatten wir noch nicht, oder? Da hast du recht, Mann. Muss eine seltene Züchtung oder sowas sein, oder? Seltene Züchtung, genau. Den könnten wir eigentlich zum Polieren des reinen Herzens verdonnern, Mann. Mario, diese seltsamen Kreaturen scheinen etwas vom reinen Herzen zu wissen. Unser Anführer König Rokos flippt aus, wenn wir diese seltsamen Spezies bringen. Klopfen wir sie erst ein bisschen weich und transportieren sie dann ab. Das würde ich ehrlich gesagt, wobei, wenn man ganz kurz mit Tippi untersuchen. Ein Florosapiens. Diese Gefolgspflanzen von König Rokos leben im Untergrund. KP 12, Angriff 3. Sie können ihr Haupt als Wurfwaffe einsetzen. Und auch ohne Haupt können sie sich fortbewegen. Behalte das im Hinterkopf. Niemand weiß, ob sie das Haupt überhaupt zum Denken verwenden. Rätselhaft. So, das dürfte mal sehr effektiv sein hier, jawoll. Es scheint, als ob der Anführer dieses Pöbels ein reines Herz besitzt. Wir sollten ihn suchen. Hilfe! Es ist so crazy. Tschüss, Danesh. Die Menschen werden von Blumen entführt. So war das in der Steinzeit. Die Florosapiens entführen weitere Dorfbewohner. Da werden wir was tun. Oh, hier ist in 3D überhaupt nichts verlangt. Gut, gut, gut. Ich könnte aber ein bisschen schneller Surfer war es. Den habe ich auch. Die Wäscheleine aus Stein. So ein Clip. Ihr wollt, dass Adamas Haus verlässt. Aber Adamas ist schlauer. Da. Wir haben sogar einen Fernseher. Das ist ein Stein-Yoshi, um den man herumgeht. Ja, ich erinnere mich. Kipulana, nicht da. Da. In echt? Okay, dann werde ich nicht weitermachen. Dämliche Florosapiens, ihr seid zu nichts gut. Da sind wir runtergefallen, der große Fels. Das? Ich weiß nicht genau. Das Vogelnester oder sowas? Das ist sogar ein kleines Löschlein. Was macht man denn damit? Auf jeden Fall haben wir das noch nicht. Was auch immer das ist und was es dafür gibt. Sie fliehen. Ich frage mich, wohin sie fliehen. Wir sollten ihnen folgen. Okay, wenn die links lang gehen, dann gehe ich rechts lang. Sind das andere Piranha-Pflanzen? Diese Pflanze ist ein Faul-Piranha. Sie spuckt mit giftigem Schlamm nach dir. KP 5, Angriff 2. Wirst du vergiftet, verlierst du schnell KP. Zum Glück heilen die meisten Items neben KP auch die Vergiftung. Man vermutet, dass Umweltverschmutzung sie zu diesem Giftschleuder gemacht hat. In der Steinzeit schon. Da waren sie ja früh unterwegs, was das angeht. Wurzel. Und hier? Ein Mondkirk. Erstmal ein Stacheln bedeckter, steinharter Gegner. KP 5, Angriff 2, Defensive 2. Flammen haben diesem Monster nichts an. Er sieht im ersten Moment vielleicht aus wie ein Stein. Kommst du jedoch nahe heran, wird er sich bewegen. Eine Explosion in seiner Nähe wirft ihn um. Dann ist deine Chance zum Angriff. Eine Explosion. Oh, das sind sogar zwei von der Sorte. Und du bist der... Das ist eine Teleportia. Dieses böse Monster verflucht jeden, der es berührt. KP 1, Angriff 1. Sie schickt dich wieder an den Ausgangsort deines Abenteuers zurück. Eine Berührung und zack, wir wären wieder im Flipstadt. Das wollen wir definitiv nicht.
Zack, kabumm, da lege ich mich auch gar nicht groß mit an. Wollen wir doch diese Sackgasse erstmal erkunden. Ja, trotzdem schaue ich ab und zu mal in die dritte Dimension. So. Ja, kabumm, so. Das ist auch wieder eine andere Art. Diese merkwürdige Kreatur ist ein Schlorp, gewappnet mit der harten Haut. Ein Schlorp ist alles. KP, man weiß es nicht. Angriff 3 und Defensive weiß ich auch nicht. Kein Angriff zeigt Wirkung. Im Inneren ist ein Schlorp allerdings sehr verletzlich. Vielleicht solltest du ihm das passende Futter geben. Klingt, als wäre es dieselbe Beschreibung wie beim ersten. Trotzdem, ich glaube, die sind anders. Also die Farbe zumindest. Hält ja mehr aus, ne? Hält ja zwei Bomben aus. Jetzt take a look. Bowser 2 Karte, also nichts, was uns wirklich hilft. Aber egal, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Da sind wir dabei. Okay. Huch, hier ist sogar noch ein Gegner. Ein Steinkäfer. An diesem harten Käfer, Panzer, hat er sicher schwer zu tragen. KP 3, Angriff 2 und Defensive viel zu viel. Sein Panzer widersteht den Flammen. Wenn man den Panzer oft genug trifft, kann man ihn aber aufbrechen. Ich will mir aber nicht vorstellen, wie er ohne Panzer aussieht. Ach, übertreib doch mal nicht. Schwer wieder drauf zu landen in der dritten Dimension. Egal. Schwer. Noch mehr Mondquirks. Gab's sie nicht auch schon mal auf dem Mond bei Paper Mario 2? War da was? Kein Bock, dass du mich vergiftest. Was gibt's denn hier Schönes, ne? Mango. Wir nehmen mit. Eben, was wir kriegen können. 300.000 Erfahrungspunkte. So, ja, ihr habt's mir auch in die Kommentare geschrieben. Man sollte in die dritte Dimension... Eigentlich nicht. Vielleicht habe ich nur Dünnpfiff geredet. Ich habe jetzt die großen Münzen verpasst. Angeblich gibt das ja mehr. Kann ich jetzt gar nicht bezeugen. War mein eigenes Geblubber also Unsinn? Das ist man gar nicht gewohnt. Jetzt habe ich dich gesehen. Die Röhre werde ich erkunden. Ist aber nichts drin. Ah! Eine Kleinigkeit entdeckt. Na, sieh mal eine an. Mondkörperkarte. Oh, und die ist sogar... Ich meine, gut, den kriegen wir jetzt sowieso die ganze Zeit schon mit nur einem Treffer kaputt. Aber ich freue mich trotzdem. So, Peach. Hilf uns mal drüber zu gleiten. Hier noch was. Wir hatten hier die Blöcke schon aktiviert. Ja, 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 gut. Ich erinnere mich. Nichts hilft. Drei Blöcke in einer Reihe. Sieht nach einem Mechanismus aus. Also wenn ich mich nicht alles täuscht, müssen wir sogar wieder zurückgehen. Das kriegt man irgendwie raus. Vielleicht können wir jetzt uns im Dorf mal umschauen. Jetzt da die Florosapiens weg sind. Kamen wir nicht aus von hier? Nee. Nee, lol. Na, da laufen sie alle rum. Klippulane leben ewig hier. Jagen in Frieden, aber bald Ende für Klippulu. Klippulu. Florosapiens schnappen alle Klippulane. Oh, oh, große Felsen über uns wacht. Wir flehen dich an. Hilf uns, Klippulanen. Müll in Fluss, Klipp. Jeden Tag in Fluss, Klipp. Rein und weg, Klipp. Was Abiroso macht? Müll in den Fluss werfen. Was glaubst du denn? Müll geht zurück in Natur. Da? Müll nicht verschwenden. Weiß jeder. Schön, die heutzutage nicht mal mehr als Gag bringen. So ernst ist die Lage. Das ist die Erklärung, warum die Piranha-Pflanzen, da hieß es ja eine Umweltverschmutzung. Und er ist schuld! Jeden Tag den Müll in den Fluss kippen. Ja, danke schön. Das ist doch klar, ihr müsst doch irgendwoher Wasser bekommen, ne? Euer Wasser kommt aus dem Fluss. Das, was ihr trinken wollt, ist euer Müll. Denkt doch mal ein bisschen. Bitte, versuch nachzudenken. Fing es in der Steinzeit schon an, ne?
dein Gesicht sehr traurig. Da, Leben nicht schön. Ihr Motto für dich, Interessantes macht Leben spannend. Und überall Interessantes, Cassaro kann zum Beispiel ein Beispiel sagen. Da, du siehst drei Blöcke in Reihe. Dann triff so, links, rechts, Mitte. Dann Interessantes passiert. Cassaro macht keine Witze. Gut. Ich guck trotzdem, ob die weiteren Dorfbewohner irgendwas, ich wollte mit der sprechen. Schönen Tag! Er mal wieder. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas kaufen wollen. Ugh, ich könnte was lagern, womöglich. Urfrucht. 10 KP und Vergiftung. Das ist halt gut für den Überraschungsbums. Das ist halt vielleicht ganz gut. Am Boden und an der Decke. Hm. So, wenn ich versuche, etwas abzuholen, ne? Ich will ja nur sicher gehen, dass es von überall geht. Das mit den Goldbarren habe ich übrigens auch erklärt. Super Fangkarte, Ultra Pilzmix. Ich könnte vielleicht irgendwas reinschmeißen, was ich gerade nicht... Boah, es ist so eine blöde... Ja, es ist alles... Den Stuff kriegt... Oh, guck mal, Trockenpilz. Ich weiß nicht, den braucht man einfach überhaupt nicht. Sternwind, deckt den Gegner ein. Unverwundbar. Gegner aufheben, Lebenspilz. Also ich habe nur Schund, ne? Das muss man auch mal sagen. Dafür nimmst du diese Bombe. Das macht dem nichts aus. Das war nicht sehr effektiv. Was? Mann! Florosapiens machen Angst. Da! Maleo Angsthase? Stimmt. Maleo will eigenes Leben retten. Das ist doch der Typ, der uns gefunden hat. Der versteckt sich hier. König Krokus, Anführer von Florosapiens, erleben hübsche Dinge. Eine große Sammlung von hübschen Dingen. Da! Wenn sich Lapisa bald schnappen, er sicher von ihrer Schönheit gehört. Zumindest sollte das so sein. Aber niemand bisher Entführung versucht. Lapisa ist vielleicht so schön, dass Entführer geblendet. Du meinst dich selbst, ja? Okay. I get it. Wer wohnt hier oder nicht hier? Nicht mal so, aber wir haben einen Fernseher am Start. Irgendwo ein versteckter Block vielleicht. Schöne Keule. Man weiß es nicht. Du kennst Mann, der Gefahr ins Auge klippt. Karl Klippstein? Ja, natürlich. Karl vermisst. Da. Flexion fragt sich, ob etwas Karl zugestoßen. Flexion so besorgt. Kaum Schlaf. Nein, tut mir leid. Du nie Karl Klippstein gesehen? Abenteuer-Doku auf Klipposat. Schreie aus dem Dunkel im Inneren der heulenden Höhle. Gute Folge. Und Klippstein in Gefahr. Bohneneintopf des Grauens. Beste Folge. So realistisch. Flexion zeichnet jede Folge auf. Das ist was von Fred Feuerstein, so vom Klang her. Der Typ wird, glaube ich, noch wichtig in späteren Kapiteln. Auch hier scheint keiner zu wohnen. Und es gibt auch kein Geheimnis. Oder ich checke das Geheimnis nicht. Ich checke ja offensichtlich genug die Sachen ab. Ich hoffe, das ist ausreichend. Oder sogar einige Arbeits-PCs, die da rumrendern den ganzen Tag. Das ist die Zukunft. Wer auch immer hier wohnt, das ist der Nerd der Stadt. Ich feier das. Feiert ihr das? Ich feier das. So. Der Alte. Pina von Großer Fels über uns wacht. Hilf uns bitte. Irgendwie gibt es in jedem Kapitel einen alten Sack. Ja? Angefangen von Merlon und werden im Weltall das Alien und dann ein altes Alien und in der Steinzeit haben wir die Klippulaner und den ältesten Klippulaner. Naja, gut. Meine uralt Babsack-Stimme kommt da doch gerne mal zum Einsatz. So, nochmal die Reihenfolge. Links, rechts, Mitte. Das ist die Reihenfolge, mit der wir das antippen müssen. Ja. Haben wir noch Mondquirks? Ich habe jetzt die Karte. Yay! Super Princess Peach! Hatte ich im Letztest. Links, rechts, bitte. Das ist auch wieder, wenn man das auswendig weiß, muss man, glaube ich, nicht mal zur Stadt zurück.
Aber es ist ja nur 20 Jahre her bei mir. Nee, 10. 10 Jahre ist es her. Du meine Güte, hast du sie gesehen dort drüben? Ja, nur die Ruhe. Holy moly. Da war nichts. Oha. Dieses große Monster ist ein Mammu. Sie durchstreifen die Weiten von Klippulo. KP 100 und Angriff 5. Sie können so ziemlich alles zertrampeln. Zudem haben sie eine Menge KP und sind daher nicht einfach zu besiegen. Unter den Klippulanern gilt es als Zeichen großen Mutes, mit dem Mammu zu kämpfen. Da gibt's nur einen, der das tun sollte. Oh, der hat sogar Angriff 12 schon. Also was abziehen, ich könnte zwar auf den draufjumpen ohne Ende, aber das dauert dann halt auch ein bisschen. Die guten alten Mammuts, die sehen hier so aus. Jetzt haben wir schon drei von der Sorte. Ich will denen nicht zu nahe kommen, aber wahrscheinlich. Sie funktionieren relativ unfallfrei. Das klingt doch nach einem Plan, das sieht doch nach einem Plan aus. Da gehen sie weg, die KP. Weg. Einfach Gegner-Spam ohne Ende, ne? Draufhüpfen macht keinen Spaß hier, sag ich euch ganz ehrlich. Man kann zwar nach jedem Mal schütteln und so, aber... ist es das wert, Freunde? Down. Hallöchen. Im Hintergrund sind Sachen, oder... oh nein. Sag mir nicht. Na gut, ich gebe zu, das habe ich schon gewusst. Links, rechts, Mitte. Mitte, links, rechts. Das ist gemein, oder? Ich nehme euch mit. Hat auch einen Grund. Vielleicht weiß der Typ ja noch mehr. Also an für sich ist das Kapitel okay. Das ist halt nur ein bisschen blöde und anstrengend. 5-2 finde ich, glaube ich. Ich weiß grob, um was es in 5-2 geht. Und das war ganz angenehm. 5-1 ist halt, naja, du siehst jetzt erstmal die Gegend, weißt, dass du hier quasi in der Steinzeit bist, holla die Waldfee, ja, moin. Und dann ist auch gut, ne? Immer noch schlechte Laune, Nicht-Gesicht von Person, die alles auf die Reihe bekommt. Cassero weiß Rat, kann Lächeln auf Gesicht zaubern, wenn du hörst. Willst du hören? Gerne. Cassero nicht erzählt umsonst. Aber keine Sorge, da. Cassero will nicht Münzen. Du nur schnell bitte sagen, dann Cassero dir erzählt. Ja, man soll ja immer lieb, bitte und danke sagen. Vielleicht Cassero will mehr als einmal hören, da. Nochmal sagen, nochmal bitte sagen. Ach ja. Aber dann ist auch gut, ne? Also betteln wollen wir auch nicht. Cassero, glaubst du nicht ehrlich, da? Nicht genug Schwung in Stimme. Du sagst dreimal. Und mit Schwung in Stimme, da? Dreimal bitte, jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nee, es muss eher so. Bitte, bitte, bitte. Noch zweimal. Esser und Saftsack. Ach ja. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwem Danke oder Bitte sagt, irgendwie sowas? Oder an der Kasse, ne? Schönen Tag noch und sowas. Meistens sagen die das ja auch, ne? Danke, schönen Tag noch, papa. Aber ich hatte mal eine Kassiererin, die war richtig, also wirklich so, ich sag so, hallo, ne? Und die sagt nichts. Und dann macht die ihren Job, ne? Und dann sagt die, 15,79 oder irgendwas. Dann sag ich, dann gibt die Geld, dann sag ich danke, tschüss, schönen Tag noch, die sagt nichts. Ne? Da habe ich mich richtig, weil dann will ich, da halte ich auch lieber die Klappe. Ja, so gut, da. Cassero jetzt weiß, dass du wirklich hören willst. Cassero kann spüren, da. Hier also Geheimnis für dich. Ist aber lang, du vielleicht schreib mit, damit du nicht vergisst, da. Ach, kriegen wir hin, ich hab ein gutes Gedächtnis. Du schreib Werkzeuge näher. Ja, ach, Quatsch. Du sicherstellen, dass nichts vergessen, da. Nächstes Mal, du siehst drei Blöcke, du springst so. Mitte, rechts, links, rechts, Mitte, rechts, links, rechts, rechts.
Mitte, rechts, rechts, links, Mitte, Mitte, links, 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 rechts, links, 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 Mitte, Mitte. Das ist alles. Du mitgeschrieben? Du machst richtig und Interessantes passiert da. Nicht viel Spaß da. Guten Clip. Tag. Alles klar, brauchen wir hinten. Das ist eine längere Kombination. Ich meine, es gibt jetzt Schlimmeres. Es waren jetzt 25 Richtungen in der korrekten Reihenfolge. Aber der ist weird mit seinem Bitte, danke. Ja, es ist immer so, ne? Wenn man zum Beispiel auf der Straße Leuten begegnet, gerade so in der Nachbarschaft, ne? Du kennst die Person vielleicht nicht, sagst aber trotzdem aus Nettigkeit Hallo, ne? Manche sagen dir dann auch verlegen Hallo. Aus Freundlichkeit, sollte schon sein irgendwo. Aber ja, ich merk's ja selbst, ich bin ja pisst, wenn die anderen das nicht machen. Ist komisch, ne? Diese Prinzipien. So, Mitte, rechts, links, links, rechts, Mitte, rechts, links. Controller, rechts, rechts, Mitte, rechts, rechts, links, Mitte. Mitte, links, links. Oh Mann, hoffentlich hat das jetzt nicht einmal zu viel oder zu wenig gezählt. Links, 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 Mitte, Mitte. Easy peasy. Ich mache euch nichts vor, ne? Ich wusste, dass es kommt und hab's im Vorfeld aufgeschrieben, weil, ja, besser ist. Ich wollte jetzt so als Gag machen, aber ich glaube, ihr habt ja meine Augen gesehen, so. Rechts, Mitte, links. Ich glaube, da kann ich euch schwer was vormachen. Aber denn hier? Geht's hier weiter? Was ist das? Guck ich erstmal da links. Links, rechts, Mitte, Mitte. So gefuchst bin ich noch! So. Ich nehme an, hier ist nichts. Nehme ich das richtig an? Aber da kann man lang gehen, also zumindest ein Item wird da liegen. Das ist so schlimm. Dieses Kapitel ist so zeitaufwendige Lauferei. Jetzt ist hier nichts, ne? Pack doch irgendeine Kack-Gegner-Karte hin oder so. I'm sorry, don't worry. It's good to be Kartoffelpurry. Das finde ich echt ein bisschen... Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand, meinte die Wand und nahm's dem Dübel übel. Seht ihr, und so überbrücke ich das. Klassiker. So, noch weiter geht's nicht, ne? Alter, ich schwöre und geh in diese Röhre. Das Ziel... Mehr scheint sich hier auch gar nicht mehr zu befinden. Ja, was sagt ihr zu dem Kapitel? Ein bisschen low, aber voll okay. Ich weiß, 5-2. Da musste man mehr machen. Das wird interessant. Ich freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Also reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Bis dann und ciao!